So, perfekt. Also mal herzlich willkommen, jede einzelne Person, die sich den ganzen Spaß im Recording anschaut. Genau, Freunde. Also, um durchzustarten, heute wird es um das Thema Effizienz gehen, um wie du effizient im Business arbeiten kannst, was unfassbar wichtig ist, weil ich sage mal so, wir möchten ja auch alle hier in diesem Business starten. Wir haben jetzt auch ein paar neu gestartete Leute auf den Call, habe ich gerade eben gesehen. Herzlich willkommen auch noch von meiner Seite aus. Genau, und wie gesagt, wir wollen ja dieses Business so effizient wie möglich aufbauen, so schnell wie möglich auch irgendwo. Und wir möchten natürlich auch mit diesem Business Resultate kreieren, aber wir möchten auf der anderen Seite auch nicht Jahre dafür brauchen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man in diesem Business es schafft, effizient zu arbeiten und vor allem auch mit einem gewissen Fokus. Jetzt natürlich auch die Frage, was bedeutet überhaupt Effizienz? Schreibt es mir mal gerne mal kurz in den Chat rein. Was bedeutet für euch die Effizienz jetzt? Wie würdet ihr es selber definieren? Hängt der Chat oder schreibt einfach niemand was rein? Ah, okay. Die Schnelligkeit, etwas zu erreichen, maximaler Input-Output für das Zeitinvestment. Ja. Fokussiert arbeiten, keine Ablenkungen, schnell an Ergebnisse kommen. Safe. Genau, ich habe nämlich auch vorhin nochmal ganz, ganz kurz vor dem Call das Wort Effizienz einfach mal gegoogelt, einfach mal nach der Definition gesucht. Und hier steht auch, eine am Aufwand angemessen hohe Wirksamkeit habend, mit verhältnismäßig geringem Aufwand viel bewirken. Ja, das ist, ihr wisst, wie das da immer geschrieben wird. Genau, also wie Demi es eigentlich schon geschrieben hat, mit ein sehr großes Resultat sozusagen erreichen, mit so geringem Aufwand wie nur möglich. Ah, Noah hat auch noch was in den Chat geschrieben. Dass man sich auf das fokussiert, was man beeinflussen kann. Ja, sehr, sehr gut. Ja, genau. Ja, und das bedeutet am Ende des Tages effizient. Also mit so wenig Aufwand wie möglich. Und so wenig Zeitaufwand wie möglich, einfach so ein großes Resultat erreichen, wie es nur überhaupt geht. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir überhaupt an diesen Punkt? Vor allem, wenn man gerade im Business neu ist, aber auch wenn man schon lange am Start ist, neigt man dazu, ganz viele Sachen auf einmal zu machen und dann hat man irgendwie am Ende des Tages gar nichts gemacht. Und das möchten wir natürlich auch nicht. Und wir beziehen es jetzt einfach mal wirklich auf Trading, E-Commerce, Network, auf alles Social Media. Genau, weil die Sachen, die wir euch jetzt mitgeben, die könnt ihr, wie gesagt, ja einfach auf alles beziehen. Und das Wichtigste für mich ist vor allem am Anfang, Klarheit in dein eigenes System zu bringen. Und meiner Meinung nach ist ein gutes System, umso weniger Punkte man hat, die man befolgen muss. Also umso simpler es ist, umso effizienter kann man meiner Meinung nach anarbeiten. Weil es bringt nichts, ein System zu haben, wo du wirklich 10, 20, 30, 40 Punkte, Schritte hast, die du abarbeiten musst, die dich dann aber ganz, ganz langsam nur an dein Ziel bringen, weil es halt am Ende des Tages so wenig Schritte sind. Deswegen, wenn du vor allem gerade eben ein gewisses System im Trading, im Social-Media-Bereich, E-Commerce, Network hast, überarbeite das vielleicht nochmal. Schau vielleicht einfach mal, okay, hey, welche Schritte da drin sind gerade eben wirklich wichtig und welche Schritte sind eigentlich ein bisschen unnötig? Welche brauche ich eigentlich gar nicht? Welche könnte ich weglassen, sodass mein System halt immer noch funktioniert? Ich würde mal ganz kurz an David abgeben. Wir machen das heute wieder so ein bisschen Podcast-Style-mäßig. Genau, David, vielleicht hast du genau dazu einen Punkt. Yes, auf jeden Fall. Erstmal noch ein herzliches Willkommen. Ich glaube, du musst mich auch kurz mitpinnen. Oder hast du gerade gemacht? Perfekt, sehr schön. Also auch nochmal ein herzliches Willkommen natürlich von meiner Seite auf zum heutigen Team-Call. Und ich finde das Thema sehr, sehr wichtig. Tatsächlich gehen die Credits gar nicht an mich oder Yara, sondern die Credits gehen tatsächlich an Demi, weil der das Thema vorgeschlagen hat. Deswegen Kuss an dich, Bro. Finde ich sehr, sehr stark. Und auch an der Stelle nochmal den Appell auch an jeden anderen hier. Wenn jemand von euch eine gute Idee hat, welches Thema man mal hier auf dem Call behandeln kann, dann lasst es wirklich wahnsinnig gerne, lasst uns das wahnsinnig gerne zukommen, damit wir uns darüber Gedanken machen können. Weil am Ende des Tages ist der Team-Call dafür da, euch zu fördern. Und wie können wir euch besser, und es gibt, glaube ich, keinen besseren Weg, euch zu fördern, indem ihr uns einfach das Feedback gebt, in welchen Bereichen man gefördert werden möchte. Okay? Aber um aufs heutige Thema Effizienz zu kommen, ich fand die Definitionen, die vorher in den Chat geschrieben wurden, eigentlich schon teilweise oder von vielen sehr, sehr passend. Und was ich eigentlich dazu sagen kann, ist grundsätzlich, bevor du überhaupt effizient sein kannst,
musst du am Ende des Tages erstmal deinen Verstand räumen. Wir haben vor ein paar Tagen am Freitag, habe ich bei mir auf eine oder bei Finns Struktur auf einem Hustle-Call genau über das Thema gesprochen. Und zwar musst du dir so vorstellen, dein Kopf hat immer 100% Kapazität, okay? Ähnlich wie der Speicherplatz deines Handys, okay? Du hast 100% Speicherplatz und dann hast du eine gewisse Auslastung. Zum Beispiel, ich sage euch, es ist mein Handy, ich kriege jeden Tag, geht das Ding mir auf den Sack, dass mein Speicher voll ist. Ich weiß langsam gar nicht mehr, was ich aussortieren soll. Aber am Ende des Tages hat dein Kopf auch einen Speicher von 100%. So, die Frage, die du dir jetzt einfach nur stellen musst, wie viel ist davon, sage ich mal, irgendeine negative Kacke aus der Vergangenheit? Wie viel ist davon, was gerade nicht zielführend ist? Wie viel ist davon Gedankengänge, die zum Beispiel ans Zocken gehen oder zu chillen gehen oder was auch immer? Das heißt, am Ende des Tages, um effizient zu können, musst du erstmal Platz schaffen. Weil wenn du keinen Platz in deinem Kopf hast, dann kannst du jeden Sonntag hier auf dem Teamcall sein, du kannst auf jeder Trading-Session sein, auf jeder Social-Media-Session, du kannst auf den Sessions da sein, aber wie willst du überhaupt aufnahmefähig sein, wenn du gar nicht, ja, Platz geschaffen hast, okay? Das heißt, was wir jetzt am Ende des Tages als erstes tun müssen, ist erstmal die unnötigen Apps in Anführungszeichen aus unserem Verstand zu löschen und Apps zu installieren, die quasi zielführend sind, um unser Ziel näher zu kommen. Weil am Ende des Tages wirst du nur dann effizient arbeiten können, wenn du Klarheit hast. Das heißt, der nächste wichtige Punkt ist, dass du, klar, du schmeißt erstmal vielleicht die ganzen Spiele runter, bis auf Clash of Clans. Da haben wir nämlich unseren eigenen Team-Clan, okay. Darf man auch ganz am Abend mal kurz mal machen, natürlich. Wir wollen ja hier nicht einen auf Verbieten machen, wie ich es schon ja, aus gewissen anderen Teams mal gehört habe, aber das ist eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, ja, einfach die Apps in Anführungszeichen in deinem Verstand löschen. Wie tust du das am besten? Ich gehe jetzt kurz und knapp über das Thema drüber, weil das einfach ein sehr, sehr tiefgründiges Thema ist. Am Ende des Tages tust du affirmieren. So, du tust affirmieren, das heißt, was tust du? Du schreibst dir einfach die Gewohnheiten auf oder die Fähigkeiten auf, die du gerne hättest. Wenn du zum Beispiel einen Mangel an Selbstvertrauen hast, dann schreibst du auf, ich bin selbstbewusst und oder ich liebe mich selbst, ich bin selbstbewusst, ich bin. Okay, selbstverliebt jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich bin, ja, so einfach, du folgst dann einfach das Wort oder du setzt dann einfach das Wort hinten dran, mit dem du dich gerne identifizieren wollen würdest in der Zukunft, okay? Und das tust du am besten einfach einmal morgens und einmal abends, kurz vor dem Schlafengehen und kurz nach dem Aufstehen. Warum machst du das? Ganz einfach, weil dieser Speicher, okay? Du siehst ja, wenn du da auf dein Handy gehst, dann siehst du ja nicht direkt deinen Speicherplatz, sondern du siehst irgendwo die ganzen Sachen, aber irgendwo auch, ja, benutzt du eh eigentlich immer nur die paar gleichen Sachen so. Und genauso funktioniert dein Verstand auch. Du hast am Ende des Tages ja dein Bewusstsein und dein Unterbewusstsein. So, diese Sachen, die wir jetzt loswerden wollen, die uns vielleicht gerade noch vom Erfolg hindern, die sind im Unterbewusstsein verankert. Das bedeutet, was wir tun ist, indem wir morgens und abends uns genau diese Sätze aufschreiben, mit denen wir uns selber identifizieren wollen. Tun wir Folgendes: Kurz vor dem Schlafengehen und direkt nach dem Aufstehen ist dein Unterbewusstsein am empfänglichsten. Okay? Was bedeutet das? Da hast du die Möglichkeit, diese Dinge langsam in deinen Kopf einzupflanzen, in Anführungszeichen. Weil am Ende des Tages sind wir der Bauer unseres Businesses. Wir entscheiden selber, was wir in unser Business pflanzen oder in unserem Verstand pflanzen. Und wir entscheiden, was wir, ja genau, wir haben einfach die freie Wahl, was wir in unseren Verstand pflanzen wollen. Und das vielleicht kurz als kleiner Vorreiter. Bevor wir wirklich zum Thema kommen, weil ich finde es einfach wichtig, dass du erstmal das, was nicht mehr zu deiner Persönlichkeit gehören soll, erstmal aussortierst und ja in den Papierkorb wirfst, okay? Wie als würdest du ja deine App eben löschen, okay? Deswegen stell dir erstmal die Frage, welche Punkte das bei dir sind und dann versuche diese anhand von Affirmationen. Wir können auf dieses Thema auch gerne mal genauer eingehen, wer da vielleicht jetzt noch nicht so tief in der Materie drin ist, weil es ein wahnsinnig wichtiges Thema ist und du fängst dann damit an, quasi deinen Verstand umzuprogrammieren, beziehungsweise die neuen Apps, die du gerne hättest, die auch zielführend sind, zu installieren. Und ich denke, das ist eine gute Basis, womit man dann wirklich in die Effizienz gehen kann. Aber wie man das jetzt tut, würde ich einfach den Ball gerne nochmal zurückwerfen und Yara gerne die nächsten Punkte aussprechen lassen. Ja, genau. Dankeschön, David. Ja, um darauf nochmal zurückzukommen, wie arbeitest du jetzt richtig dein System ab? Und ein paar von euch hatten es schon im Chat geschrieben, und zwar dieses fokussierte Arbeiten ist beim Thema Effizienz mega wichtig. So kombinieren wir das doch jetzt einfach mal. Okay, sagen wir mal, wir haben jetzt Davids Punkt genommen. Okay, wir haben alle unsere doofen Apps, keine Ahnung,
Whatever, was der Apps gibt, okay, aus unserem Kopf gelöscht. Okay, die sind jetzt nicht mehr da. Wir haben die guten Sachen installiert jetzt sozusagen. Aber jetzt brauchen wir ja trotzdem noch das simple System und wir benötigen den Fokus. Und jetzt ist das Ding, Fokus ist immer so, ja, ich bin ja fokussiert. Das ist so voll so, was willst du mir eigentlich erzählen? So, jeder denkt, man weiß, was Fokus ist. Aber die Frage ist, weißt du wirklich, was Fokus ist und bist du wirklich fokussiert? Weil Leute, ich bin seit, darf nicht sein, seit, ja, über 3 Jahren im Business so. Und ich habe immer gedacht, ich weiß, dass Fokus ist. Aber ganz ehrlich, dieses Handy, alleine das, wisst ihr, wie viel Fokus das von den wesentlichen Dingen zieht? Weil es ist ja so ein bisschen doof in unserem Business, weil du verdienst ja mit deinem Handy Geld, aber auf der anderen Seite musst du Sachen tun, die nichts mit deinem Handy zu tun haben, um mit deinem Handy Geld zu verdienen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass du Sachen eliminierst, die deinen Fokus ziehen. Das sagt man immer so einfach. Ich bin euch ganz ehrlich, mir fällt das so schwer. Bestes Beispiel, zum Beispiel, wenn ich im Fitnessstudio bin, da habe ich eigentlich das im Fitnessstudio, ich bin so krass diszipliniert, das ist echt crazy. Wirklich, wenn es da Leute gibt, die wollen sich mit mir unterhalten, die kriegen 2 Minuten von meiner Lebenszeit. Wenn ich den nächsten Satz machen muss, dann bin ich auch schon wieder weg. So, wisst ihr, was ich meine? Aber diese Leute, die sich dann im Gym zum Beispiel mit dir unterhalten wollen, das sind zum Beispiel Ablenkungen, die du einfach nicht wahrnehmen darfst, weil die dich dann halt von einem Workout ablenken, bedeutet, du brauchst länger im Gym, du machst zu lange Satzpause, alles drum und dran. Genau, deswegen versuch diese Sachen, die nichts mit der Aufgabe in diesem Moment zu tun haben, einfach rauszustreichen. Zum Beispiel, wenn du gerade eben am Backtesten bist, dann hat dein Handy nichts da zu suchen, so, dann legst du das einfach von mir aus in einem anderen Raum. Und ich weiß, beim Handy ist es ganz schwer. Ich kriege das auch immer ganz schwer hin, Handy wegzulegen. Aber das hat dann in diesem Moment nichts damit zu tun. Also legen wir das weg. Und du kannst das auch einfach in normalen Alltagssituationen einfach mal üben. Und zwar sagen wir mal, du bist mit deiner Familie, mit deiner Mama oder mit deinem Papa oder sowas und du bist eh die ganze Zeit am Handy so. Versuch mal genau in solchen normalen Situationen einfach mal dein Handy wegzulegen, weil so kommt dein Körper oder dein Gehirn kommt dann wieder so in diesen Punkt, okay, ich brauche mein Handy eigentlich die ganze Zeit gar nicht. Wir sind ja nur so handysüchtig, weil wir einfach die ganze Zeit dieses Handy zur Verfügung haben und es wir die ganze Zeit nutzen dürfen und können. So, deswegen versuch es einfach in normalen Lebenssituationen einfach mal zur Seite zu legen. Und noch eine ganz, ganz kurze Sache, was Fokus eigentlich ist oder was Fokus überhaupt bringen kann, weil Fokus ist, wie gesagt, immer so einfach erklärt. Guck mal, das ist ein Experiment, das könnt ihr mal selber ausprobieren. Okay, ihr seid zu Hause, ihr räumt die Spülmaschine aus. Okay, und ihr räumt einmal die Spülmaschine aus und seid währenddessen am Handy, schaut Reels, beantwortet WhatsApp-Nachrichten, was auch immer, seid auf Threads, Instagram, wo auch immer unterwegs, okay, und räumt währenddessen die Spülmaschine aus. Und dann, 2, 3 Tage später, räumt ihr vielleicht nochmal die Spülmaschine aus, aber seid nicht am Handy. Und stoppt einfach mal die Zeit. Wo seid ihr schneller? Wenn ihr während der Spülmaschine ausräumt, die ganze Zeit am Handy seid, oder wenn ihr die Spülmaschine ausräumt und wirklich nur die Spülmaschine ausräumt. Probiert das einfach mal und ihr werdet merken, dass ihr viel schneller seid, wenn ihr einfach die Spülmaschine einfach kurz ohne Handy ausräumt. Einfach mal 5, das dauert ja nicht lang, das sind 5 bis 10 Minuten, wo du die Spülmaschine ausräumst. Und da legst du in 5 bis 10 Minuten dein Handy weg. Nur das Ding ist ja, warum wir so oft am Handy sind, ist, also bei mir ist es zumindest so, FOMO. Fear of missing out, Angst, irgendwas zu verpassen, Angst, irgendwie eine Nachricht zu verpassen, Angst, irgendeine Story nicht zu sehen oder was auch immer. Und das hat sich unterbewusst schon so bei uns installiert. Guck mal, das ist so eine App, die ihr deinstallieren könnt, aus eurem Kopf, dass wir einfach immer up to date sein müssen. Aber musst du gar nicht. Weil diese 10 Minuten, wo du mal eine Story nicht siehst, das wird dich jetzt auch nicht umbringen und das wird auch nicht dein Business killen. So. Genau, deswegen darf ich vielleicht nochmal kurz an dich zurückgeben, da ist da bestimmt auch noch was dazu. Yes, safe, safe. Und ich finde, du hast vor allem einen richtig wichtigen Punkt gesagt, und zwar dieses Im-Moment-Sein, Freunde. Dieses Im-Moment-Sein ist einfach wahnsinnig wichtig, weil ihr kennt bestimmt diese Schildkröte von Kung Fu Panda, die sagt, Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift and that's why it's called present, okay? Und das Present, also das Hier und Jetzt, ist am Ende des Tages das Entscheidende, und das verpassen wir meistens. Warum verpassen wir das meistens? Wir sind entweder in Gedanken irgendwo in der Vergangenheit, wir tun gerade irgendwas über irgendwas uns irgendwas denken, zum Beispiel, keine Ahnung, du hast gestern Abend wolltest du eine Frau ansprechen, du hast voll den Müll gelabert und denkst darüber nach, oh, was habe ich eigentlich für einen Scheiß gesagt? Oder du bist schon gedanklich beim nächsten Arzttermin oder bei dem, was danach kommt, aber du bist gedanklich
So, dein Körper ist zwar im Jetzt, aber deine Gedanken sind in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Das bedeutet, versuch mal, wenn du ein To-Do gerade machst oder wenn du gerade auf diesem Call hier bist, dann versuch mal auch wirklich nur das wahrzunehmen. Deswegen fand ich richtig gut, Yara, dass du es gesagt hast mit dem im Moment. Und ich möchte auch da mit dem nächsten Punkt weitermachen. Und der nächste Punkt ist, produktiv sein ist nicht gleich produktiv sein, okay? Weil am Ende des Tages haben wir jetzt vor allem Anfang des Jahres über das Thema Zielsetzung gesprochen, okay, auch hier auf dem Team-Call mit Yannick. Und ich hoffe mal, dass die meisten oder hoffentlich jeder hier auf dem Call sich jetzt wirklich Ziele gesetzt hat für dieses Jahr, sowohl kurzfristige, oh, sorry, als auch langfristige, okay. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt effektiv? Effektiv ist das To-Do, das dich wirklich an dein Ziel näher bringt. Effektiv ist aber zum Beispiel nicht, ein To-Do, zum Beispiel lesen. Lesen ist sehr wichtig, ist sehr produktiv an sich. Aber es ist produktiv, ein Buch zu lesen, was dich deinem Ziel näher bringt. Es ist aber nicht effektiv, einen Roman zu lesen, den du zu Weihnachten bekommen hast, weil es dich deinem Ziel nicht näher bringt. Ich weiß jetzt nicht, ob das das passende Beispiel dafür war, aber produktiv sein ist nicht gleich produktiv sein, wenn man macht irgendwas, man schaut eine was weiß ich, du willst zum Beispiel jetzt 100k funded gehen, okay? Schaust dir aber die Social Media Session von Aaron und Milea an. Für dich fühlt sich's gut an, weil du hast was Produktives getan, du hast was fürs Business getan, aber für dein eigentliches Ziel ist es nicht effizient gewesen. Genauso auch umgekehrt. Du willst jetzt eine große Reichweite auf Insta aufbauen, hängst aber die ganze Zeit auf den Smart Money Sessions von Yannick und Danny. Ist auch was Produktives, ist aber in dem Moment nicht zielführend. Und wenn es darum geht, effektiv zu sein, dann musst du auch mal lernen, Nein sagen zu können. Nicht nur Nein zu Ablenkungen, sondern sich auch wirklich immer die Frage stellen, ist dieses To-Do gerade wirklich produktiv oder will es mir nur ein produktives Gefühl geben? So, weil dann arbeitest du effizient auf dein Ziel hin. Und das nächste, was ich da gerade noch ganz, ganz kurz zu ergänzen möchte, ist, auch da gehen die Credits tatsächlich an Dimi, weil er das vor kurzem auf dem Teamtraining gesagt hat. Und zwar sind es die verschiedenen Lernmethodiken. Ihr müsst verstehen, wenn ihr effizienter werden wollt, und das ist ja wahnsinnig wichtig, weil die meisten sind halt noch nicht voll hauptberuflich in diesem Business. Das heißt, du hast nur eine beschränkte Zeit, die du ins Business stecken kannst. Was im Umkehrschluss wieder heißt, dass vor allem du lernen musst, effektiv zu werden. Und da kann es zum Beispiel auch hilfreich sein, sich mit Lernmethodiken auseinanderzusetzen. Stell dir mal selbst die Frage, wie lernst du selbst am effektivsten? Ist es durch Zuhören? Ist es durch Mitschreiben? Ist es durch Sehen? Ist es durch Hören? Durch was genau lernst du am effektiven? Am effektivsten lernst du durch Wiedergeben, indem du jemand anderen zum Beispiel jetzt, oder du rufst nachher deinen Teampartner an, der heute verhindert war, oder einen Kollegen, den du aus dem Business kennst, und erklärst ihm, was du heute auf dem Teamcall gelernt hast. Das kann festigen. So, wenn du der Schreiber bist, dann solltest du zu 100% heute auf diesem Teamcall sitzen und mitschreiben. Zu 1000%. Auch das ist wieder was. Wie effektiv oder wie effizient nutzt du deine Zeit? Du bist ja jetzt eh schon eine halbe bis dreiviertel Stunde hier auf diesem Call. Wenn du doch eh schon drauf bist, dann schreib gleich mit, dann hast du es gefestigt und dann musst du es nicht nochmal im Nachhinein erneut nochmal richtig vertiefen. Weißt du, klar, nochmal durchlesen und dies, das und sich die wichtigsten Punkte anmarkieren, safe zu 100%, aber trotzdem bist du effizienter, weil du es direkt weißt. Das heißt, versuch dich mal, Cray schreibt es gerade rein, perfekt, wer schreibt, der bleibt 100%, No Takers are Money Makers, wie auch immer. Das heißt, das ist am Ende des Tages der springende Punkt. Das heißt, kurz und knapp, diese kleinen Punkte hier zusammengefasst, stell dir die Frage, ist mein To-Do gerade wirklich produktiv oder gibt es mir nur ein produktives Gefühl? Ist es zielführend? Und der zweite Punkt ist, stell dir die Frage, durch was lerne ich selbst am effektivsten? So, die Frage an sich formuliert es ja schon, wie, dass du dadurch logischerweise effizienter wirst. Okay? Das heißt, das sind die Punkte, die ich jetzt gerade dazu ergänzen kann. Und deswegen gerade nochmal gerne zurück ins Studio, dass du auf jeden Fall noch ein oder zwei Punkte uns mitgeben kannst. Yes, genau. Und zwar, also versucht echt diese ganzen Punkte jetzt zu kombinieren, David und ich euch jetzt mitgeben, okay? Weil das kann man am Ende von diesem Call, werdet ihr so einen Kuchen haben, okay? So, jetzt ihr nehmt jetzt diese ganzen Stücke und setzt jetzt zusammen, okay? Den nächsten Punkt, den ihr jetzt mitnehmen könnt, und zwar ist nämlich das Thema Vorbereitung.
So, jetzt denkt ihr, okay, Vorbereitung, jetzt an sich, die Vorbereitung hat noch nichts viel mit Effizienz zu tun. In der Vorbereitung, wie wir wissen, entsteht noch kein Resultat. Und ich bin da voll das Negativbeispiel eigentlich, weil ich bin so ungeduldig, dass ich Sachen nicht vorbereite, sondern sie direkt mache und dann kommt sie so krüppelig raus. So, wisst ihr, was ich meine? So, wenn ihr einen Kuchen backen wollt, okay, Kuchenbeispiel, und ihr könntet die ganzen Zutaten schon mal raus aus den Schränken hinstellen, alles drum und dran. Ich bin nicht so. Ich bin so ungeduldig, ich fange direkt an, dann habe ich Kuchen an den Händen oder was auch immer und dann versuche ich so die ganzen Sachen zusammenzusuchen. So wisst ihr, was ich meine. Aber Vorbereitung tut euch dann am Ende mega, mega viel Effizienz geben. Und deswegen ist es wichtig, dass die nächste Sache, die du tun möchtest, die du effizient abarbeiten möchtest, tu sie sehr, sehr gut vorbereiten und nimm dir da die Zeit und sei nicht zu ungeduldig. Kurzes Beispiel, damit ihr euch das auch bildlich vorstellen könnt. Jeder von euch hat safe schon mal ein Puzzle gemacht. Okay, ich bin voll die Puzzlemaus, deswegen daher das Beispiel, okay? Ihr habt doch alle bestimmt schon mal ein Puzzle gemacht, okay? Und das Ding ist, guck mal, beim Puzzle, du reißt die Tüte auf, neues Puzzle, okay? Kippst die Puzzleteile aus. So, du könntest jetzt anfangen, mit diesen Haufen an Puzzleteilen jetzt anfangen, dieses Puzzle zu machen. Aber du hättest keinen Überblick, alle Teile werden umgedreht, du müsstest gar nicht ranteilen, nicht ranteilen, sowas willst du machen. So, ist aber das Ding. Was du machen kannst mit diesem Haufen an Puzzleteilen, du tust sie alle aufteilen in verschiedene Schüsseln zum Beispiel oder wo auch immer rein. Das kannst du machen, wie du möchtest. Und dann tust du sie in diesen jeweiligen Schüsseln alle umdrehen, sortieren, Randteile, die Teile, alles ist blau, das ist rot, das ist so und so und so. Wenn du das gemacht hast, dann hast du das perfekte Setup und dann kannst du anfangen zu puzzeln. Randteile erstmal, ah, die Ecke, ah, das ist blau, lass das Blaue erstmal puzzeln, dann das Rote. So, wisst ihr, das ist die perfekte Vorbereitung und dann geht so ein Puzzle schneller, als man eigentlich denkt. Es kann ein Tausender, es kann ein Zweitausender sein, da seid ihr richtig schnell. Und so habt ihr das einfach sehr gut vorbereitet und so könnt ihr dann anfangen, effizient zu puzzeln sozusagen. Jetzt versucht einfach auf euer Business zu betragen. So, wenn ihr prospecten möchtet, okay, hey, sucht euch erstmal vielleicht ein paar Instagram-Seiten raus, worüber ihr Leute anschreiben möchtet. Oder wenn ihr, sage ich mal, euch im Trading verbessern möchtet, sucht euch ein paar Educator raus oder einen Educator raus, der euch ganz genau das gibt, was ihr benötigt, der euch einfach genau die Source liefert, die ihr braucht. So, und dann könnt ihr euch dran setzen, ihr könnt es abarbeiten und dann habt ihr das Resultat. Genau, vielleicht so viel zum Thema Vorbereitung. Ich habe gesagt, ich hänge noch kurz meinen anderen Punkt noch hinten dran. Genau, und zwar, der wäre noch, halte dich nicht an Dingen fest, die nicht funktionieren. Es ist auch völlig okay, wenn Sachen nicht funktionieren. Ich hatte oft am Anfang so dieses Paradigma in meinem Kopf, dass, boah, wenn was nicht funktioniert, dann liegt es an mir. Aber es liegt nicht immer an dir, wenn es nicht funktioniert. Es liegt einfach auch manchmal an der Aufgabe, die du machst, dass sie nicht funktioniert. Deswegen ganz wichtig, reflektiere einfach mal, was du machst und sortiere aus, was für dich funktioniert und was einfach nicht für dich funktioniert. Zum Beispiel für manche Leute funktioniert das mega gut, zum Beispiel Smart Money zu traden, weil die voll da drin sind mit diesen krassen Analysen, sich da voll einarbeiten, das alles ins Detail zu verstehen. Für manche funktioniert das voll gut. Ich bin euch ganz ehrlich, Leute, ich gehe da unter so. Und deswegen wäre das zum Beispiel eine Sache, die für mich nicht funktioniert, aber für andere übelst gut funktioniert. So, deswegen passt auch ganz gut, was David gesagt hast. Manchmal hält man sich mit so Aufgaben auf, die eigentlich dir gar nichts bringen. Genau, deswegen schau halt einfach, welche Aufgabe gerade eben überhaupt für dich funktioniert und ob sie ein Resultat für dich bringt. Du kannst zum Beispiel sagen, hey, du testest eine Sache für über einen gewissen Zeitraum und wenn sie nach diesem Zeitraum zum Beispiel nicht funktioniert hat, dann lässt du es einfach und probierst was Neues aus. Wichtig ist, dass man nicht dieses Hopping macht von einer Sache zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten, zur nächsten, so tausend Sachen ausprobieren und dann klappt gar nichts. Es ist schon wichtig, dass du eine Sache länger ausprobierst, aber wenn du merkst, boah, es bringt mir so gar kein Resultat, ist es auch völlig okay zu sagen, ey, das funktioniert nicht und ich mache einfach was anderes. Genau, ich würde noch mal ganz kurz an David zurückgehen. Wenn du vielleicht noch einen letzten Punkt hast, dann mega gerne. Yes. Ich denke, damit, also mit deinen Punkten hätte man das Ganze eigentlich auch schon perfekt abrunden können. Ich würde eigentlich nur noch eine Kleinigkeit hinzufügen. Ganz kurz übrigens, nachdem ich gleich fertig bin, kommt noch ein geiles Announcement gleich. Deswegen bleibt auf jeden Fall noch kurz dran. Aber um das Ganze eigentlich perfekt abzurunden, so eigentlich kann ich nur das ergänzen, was Yara gesagt hat. Entwickle einfach diese Mentalität. Wenn ich etwas anfange, dann bringe ich es auch zu Ende. Wenn ich es anfange, bringe ich es zu Ende. Auch gerade dieses Hin- und Herhüpfen, das wirft dich so zurück, auch wenn es sich für dich anfühlt, dass du was machst, dass du da bist und so weiter und so fort. Konzentrier dich auf diese eine Sache.
Ihr kennt alle dieses Sprichwort. Man fürchtet nicht den Mann, der 1.000 Schläge einmal trainiert hat. Man fürchtet den Mann, der einen Schlag 1.000 Mal trainiert hat. Und genauso ist es bei dir auch, wenn du einen Bereich hast, konzentrier dich und fokussiere dich auf den. Okay? Where focus goes, energy flows. Lass die Energie vollkommen in diesen einen Bereich laufen, die du zur Verfügung hast. Weil wenn du diese Energie spreadest in das und das und das und das und das und das, dann machst du alles. Dann machst du alles so ein bisschen, aber nichts wirklich richtig, okay? Das heißt, um das Ganze eigentlich abzurunden, das Thema Effizienz, ich denke, wir haben da jetzt wirklich geile Punkte ausgearbeitet. Könnt auch gerne mal kurz einen einzelnen Chat droppen, wenn ihr denkt, dass das, was Jaro und ich euch heute so ein bisschen geteacht habt, macht Sinn und ihr konntet auf jeden Fall was mitnehmen. Aber damit kann man das Ganze eigentlich wirklich perfekt abrunden. So, nehmt euch diese Dinge wirklich zu Herzen und ihr werdet sehen, dass ihr darin effizienter werdet. So, das allerletzte, was man eigentlich nur noch dazu sagen kann, ist, folge einfach dem, was dir Spaß macht. So, weil da, wo du Spaß daran hast, da wirst du auch überdurchschnittlich gut drin werden können, weil du sowieso schon die Leichtigkeit in den Dingen hast, okay? Und damit denke ich, kann man das Ganze eigentlich ganz gut abrunden. Jetzt kommen eigentlich nur noch ein, zwei Ankündigungen. Deswegen, Yara, wenn du willst, kannst du das Recording eigentlich auch schon mal stoppen, dass wir auch nicht immer so ewig lange YouTube-Videos dann am Ende haben.